Kennst du schon den Golden Doodle? Heute zeigen wir dir alle Fakten und verraten dir alles Besondere über diese Rasse. Willst du in Zukunft keine Hunderasse mehr verpassen? Dann abonniere jetzt unseren Kanal und entdecke jede Woche eine neue Rasse. Der fröhliche und kinderliebe Golden Doodle ist der ideale Begleiter für die Familie. Aber auch Senioren und Singles haben an der Kreuzung aus Pudel und Golden Retriever ihre Freude. Der aufgeweckte Mischling ist nämlich sowohl gehorsam als auch anhänglich. Außerdem liebt er es, neue Bekanntschaften zu machen. Charakter und Merkmale. Der Golden Doodle entsteht aus der Kreuzung eines Golden Retrievers mit einem reinrassigen Pudel. Er vereint die Eigenschaften beider Rassen in sich. Je nachdem, ob ein Kleinpudel, ein Zwergpudel oder ein Königspudel eingekreuzt wurde, gibt es den Golden Doodle in den Größen Mini, Medium und Standard. Das gewellte bis gelockte Fell weist von cremeweiß über klassisches Goldblond bis schwarz sämtliche Farben auf. Das Wort Golden im Namen verweist lediglich auf die Abstammung vom Golden Retriever. Wegen der Fellfarbe musst du dich also nicht einschränken. Großes Plus gegenüber dem klassischen Goldie, wie sein Vorfahre, der Pudel, verliert auch der Golden Doodle nur sehr wenig Haare. Sein Fell hat zudem keinen ausgeprägten Eingeruch. Das macht ihn gerade für Allergiker und Menschen mit empfindsamer Nase geeignet. Hinsichtlich seines Charakters ist der Golden Doodle der ideale Familienhund. Er vereinigt in sich die Lernfreudigkeit des Pudels mit der Gelassenheit des Retrievers. Diese Hunde sind fröhliche und anhängliche Begleiter. Sie lassen sich gut erziehen und gehen mit Kindern liebevoll und gutmütig um. Dabei sind sie nie aggressiv. Anderen Hunden begegnet der Golden Doodle stets freundlich und aufgeschlossen. Viele Golden Doodles lieben es zu apportieren und springen dafür auch mal gern ins kühle Nass. Da diese Mischlinge ziemlich intelligent sind, solltest du deinen Golden Doodle auch geistig fordern. Geeignet sind dafür etwa Agility oder Suchspiele. Geschieht das nicht, kommt schnell Langeweile auf. Der Golden Doodle sucht sich dann selbst eine Beschäftigung. Lass daher deinen Golden Doodle auch nicht zu lange alleine. Lob und Anerkennung spornen ihn dabei noch mehr an. Auch als Schul- und Therapiehund wird der Golden Doodle geschätzt. Dank seiner gutmütigen Art kann er sich gut auf Menschen und Situationen einstellen. Die richtige Ernährung. Der Golden Doodle stellt ähnliche Ansprüche an seine Ernährung wie die meisten anderen Hunderassen. Die tägliche Futtermenge solltest du auf die Größe deines Golden Doodles und das Aktivitätslevel anpassen. Welpen im Wachstum benötigen 3 bis 4 kleinere Mahlzeiten am Tag. Ein ausgewachsener Golden Doodle kommt mit 2 Fütterungen am Tag aus. Ein ausgewogenes Futter mit hohem Fleischanteil sorgt dafür, dass dein Golden Doodle sich wohlfühlt und lange gesund und fit bleibt. Achte auf unnötige Zugaben wie Getreide und vor allem Zucker in der Liste der Inhaltsstoffe. Sie tragen nichts zur gesunden Ernährung deines Doodles bei. Vielmehr schädigen sie seine Gesundheit und besonders seine Zähne. Golden Doodles erben von ihrem Golden Retriever Eltern gelegentlich einen Hang zur Gefräßigkeit. Gerade die Mini- und Midi-Varianten können dann schnell ungesundes Übergewicht ansetzen. Zum Glück ist der Golden Doodle nicht faul und bewegt sich gern. Achte darauf, dass nichts Essbares offen herumliegt. Der Golden Doodle findet es sonst sicher und schnabuliert es sofort weg. Beim Spazierengehen solltest du aufpassen, ob der Hund etwas in die Schnauze nimmt. Auch mit Leckerlis heißt es daher, sparsam umzugehen. Zum Glück freuen sich diese Hunde riesig über Lob in Form von Streicheleinheiten oder Spiele. Selbst einfaches Loben belohnt sie schon. Es braucht daher nicht immer die Extrafütterung, um den Golden Doodle zu bestechen. Wenn es mal doch ein Leckerli sein darf, eignen sich gesunde Zahnpflegesnacks oder Trockenfleisch. Auch dieses sorgt dafür, dass der Hund beim Kauen automatisch Zahnbelege entfernt. Die Pflege. Das feine, wollige Fell sollte nur einmal wöchentlich gebürstet werden, damit es nicht verfilzt. Wie der Pudel macht auch der Golden Doodle keinen richtigen Fellwechsel durch. Er verliert also kaum Haare. Daher sollte das Fell regelmäßig getrimmt und zurückgeschnitten werden. So bilden sich keine Knoten und hässliche Filzmatten. Das kannst du selbst mit einer speziellen Fellschere erledigen oder aber zum Hundefriseur gehen. Im Gesicht sorgt das lockige Fell für das lustige Teddybären-Aussehen des Golden Doodle. Handeln solltest du, wenn ihm die Fellhaare in das Sichtfeld hängen oder sogar die Augen reizen. Dann müssen die Haare geschnitten werden. Oder aber ein Haargummi schafft Abhilfe. Lustige Frisur inklusive. Achte auch auf die Ohren deines Golden Doodle und sieh regelmäßig nach, ob hier alles in Ordnung ist. Wie bei allen Hunden mit hängenden oder anliegenden Ohren kann es auch beim Golden Doodle zu Ohrenentzündungen kommen.
Das feuchtwarme Klima unter dem Ohr begünstigt Infektionen oder das Wachstum von Milben. Reinige daher die Ohren regelmäßig und achte auf Krankheitszeichen. Zu diesen gehören Rötungen, Schwellungen, Ausfluss, schwärzliche Belege oder häufiges Kratzen am Ohr. Passendes Zubehör. Sowohl Pudel als auch Golden Retriever wurden ursprünglich für die Jagd gezüchtet. Sie sollten das erlegte Wild im Unterholz aufstöbern und zu ihrem Herrchen, den Jägern, zurücktragen. Der Golden Doodle hat dieses Erbe im Blut. Er liebt es, einem geworfenen Spielzeug hinterherzurennen, es im Gebüsch wiederzufinden und zurückzubringen. Da der Golden Doodle zu den klügeren Hunden gehört, ist er auch für Intelligenzspielzeug zu haben. Dieses sollte all seine Sinne fördern. Spielsachen wie ein Schnüffelteppich oder ein Hütchenspiel trainieren Gedächtnis, Geruchssinn und Feinmotorik des Golden Doodle. Sie sorgen auf diese Weise dafür, dass du einen rundum ausgeglichenen Hund hast. Herkunft und Geschichte. Golden Doodles werden etwa seit Ende der 1990er Jahre zunächst in den USA und in Kanada gezüchtet. Sie gehören zu den sogenannten Designerhunden. Sie sind also Mischlinge aus zwei etablierten Rassen. Diese Kreuzungen hatten seit jeher zum Ziel, die besten Eigenschaften beider Rassen in einem Hund zu kombinieren. Die Idee, Pudel mit anderen Hunderassen zu kreuzen, kam ursprünglich aus Australien. Ein Mitarbeiter des australischen Blindenhundeverbands wurde 1988 von einem Hawaiianer Ehepaar kontaktiert. Das Paar suchte einen Blindenhund, der auch für Tierhaarallergiker geeignet sein sollte. Zunächst wurde dafür ein Pudel mit einem Labradoren gekreuzt. Warum? Der Pudel war schon damals als Rasse bekannt, die kaum haart. Zudem löst sein Fell nur selten Tierhaarallergien aus. Der lernwillige und freundliche Labrador-Retriever hingegen ist besonders geeignet als Blindenführhund. Damit war der Labradoodle geboren. Schnell wurden weitere Kreuzungen mit Pudeln ausprobiert. Dem Labrador folgten Cocker Spaniel und sogar Dackel. Auch mit Maltesern und Collies wurden schon gezüchtet. Der Golden Doodle hat sich hier als der beliebteste Mischling durchgesetzt. Kein Wunder, möchte man sagen, kaum ein anderer Pudelmix eignet sich so gut für die unterschiedlichsten Hundehalter. Und mit seinem Teddygesicht und fröhlichem Wesen wickelt der Golden Doodle jeden um seine Pfote. Du möchtest keine Hunderasse mehr verpassen? Dann abonniere unseren Kanal, denn nächste Woche kommt wieder ein spannendes Rasseporträt.